Allerdings ging das die FPS mal eben etwas runter. Und wir sammeln unsere erste Waffe auf. So. Wie man mir gesagt hat, hat jede Waffe zwei Feuermodi. Und was hier steht, ist eigentlich mit das Wichtigste, was man über das ganze Spiel hinweg braucht. Beziehungsweise wissen sollte. Cut off their limbs. Wir haben es nämlich mit irgendwelchen Mutanten zu tun. Mit irgendwelchen Zombies kann man nicht unbedingt sagen. Angeblich sind es irgendwelche Crewmitglieder. Und man muss halt schauen, naja, dass man sie daran hindert, dass sie einem zu nahe kommen. Und wenn man denen die einzelnen Gliedmaßen abtrennt, ist das einfach das Einfachste. Ja. Ah, das nervt so. So, einmal aufstampfen. Kann man hier auch schön sehen. Und überall müssen wir auch, beziehungsweise sollte man am besten, nach den schönen Items suchen, die man in jeder Kiste, Schrank oder sonstigen Sachen findet. So. Hier zum Beispiel auch in Kisten. Ist wie in vielen Spielen gern mal Munition. So. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr außer der eine Arm. Können wir uns auch gerne mal anschauen, wie die Teile schon mal aussehen. Auch sehr nett. Okay. Okay. Nicht unbedingt appetitlich. Der soll mal da hinten die Klappe halten. Danke. Guten Tag. Hör mal auf, so rumzuspritzen. Meine Fresse. Medikit. Ja. Übrigens, man... Oh, was waren da noch? Credits. Übrigens, man kann ja auch alles, was man hier irgendwie so umschießt oder rumliegt, kann man irgendwie zertreten. Wenn man denn richtig trifft. Wie da zum Beispiel. Eine kleine Demonstration. Ah ja, und wie ich gehört habe, sollte man nicht so sehr hier rumrennen, sondern eher langsam durchgehen. Und nur, wenn es wirklich nötig ist, wirklich wegrennen. Okay, heilen kann man sich mit Q. Das ist ja mit diesen kleinen Medipacks, die man finden kann. Man kriegt nachher, glaube ich, auch größere Medipacks, weil, ja, man kriegt halt auch, wie das Rückgrat auch verlängert aussieht, auch mehr Lebenspunkte, eine größere Lebensleiste. Ja. Das wollte ich euch mal eben antun. Für die Leute, die das Spiel nämlich nicht kennen, wird das für den einen oder anderen Moment wahrscheinlich auch ziemlich asozial werden. So wie es für mich am Anfang auch schon war, als ich da hingegangen bin, um zu gucken, was es da alles gibt. Und das wird uns in diesem LP wahrscheinlich noch einige Male so passieren. Jetzt allerdings erstmal ein Audiolog, das heißt, ich halt erstmal wieder meine Backen. Hier spricht Benson, alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von dem... Achtung! Zurück! Also, auf Lüftungssysteme achten. Ziemlich viel Müll. Isaac? Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Isaac, da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Erstmal was trinken. Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. So.
Nutzen Sie den Kartenbildschirm, um Einsatzziele und wichtige Orte zu checken. Einmal die tolle Karte. Tolle Karte, schön im Rig-Inventar eingebaut. Was dreidimensional ist, wie man schön sehen kann. Was finde ich auch ziemlich innovativ ist. Generell, das ganze Inventarsystem. Schaut man sich hier zum Beispiel das Inventar von vorne an, ist das so wie ein stumpfes Inventar. Wie man das aus verschiedenen Spielen auch kennt, halt die einzelnen Slots. Allerdings finde ich diese grafische Einarbeitung wirklich schon etwas innovativer. Ui, geht sogar nach hinten. Okay. Also, wie wir gerade gehört haben, kommen die ganzen Viecher durch die Lüftungsschächte und wir zerschlagen einfach mal und betreten die ganze Einrichtung und nehmen Credits auf. Kann man das nicht zerschlagen? Wahrscheinlich, wenn er zerschießen. Das wäre Verschwendung. Ich habe gehört, man braucht hier unbedingt die Munition, weil Munition kann hier ziemlich rar werden. Wenn man zum Beispiel nicht unbedingt gut zielen kann oder wenn man einfach Munition für irgendwelche Sachen zerschießt, wofür man sie dann später hätte gebrauchen können. Ja, Monorail beschädigt, bitte reparieren. Wir müssen jetzt anscheinend also erstmal ein bisschen rumlaufen und gucken, dass wir... Na, die ersten Teile... Ah, hier, eine Platine holen. Ja, ich glaube, jetzt hört man mich auch besser. Damit wir eine Platine holen, damit wir... Ja, den ganzen Platz hier reparieren können. Aber hier hören wir jetzt erstmal auf, würde ich sagen. Hier ist der erste Speicherpunkt. Und das wäre dann auch der erste Part. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.